Hallo Leute, willkommen in Session Bass Kanal. Wie ihr seht, habe ich was ganz Cooles in der Hand und zwar die Ampeg SCR DI. Frisch ausgepackt, schon seit ein paar Monaten auf dem Markt, aber großartiges Tool. Müsst ihr unbedingt euch anhören, weil das Ding ist echt amtlich. Hallo Leute, willkommen im Session Bass Kanal und zwar wieder heute mit Peter, the Producent, hey, Alter, unfassbar. Und Marco an der Ampeg SCR DI. Ja, und zwar ist es so, dass dieses Teil letztendlich mit voll auf Transistorbasis einen echt guten Ampeg-Sound irgendwie liefert. Wie die Jungs das gemacht haben, das weiß ich nicht, aber es klingt echt gut, muss ich sagen. Ja, alleine. Alleine, wenn ich das hier einschalte und die Klangregelung nicht irgendwie groß betätige, klingt das mal astrein. Ja? Wir haben heute wirklich nur Bass, Kabel, das Teil hier und da geht zwar ein Amp, aber wir nehmen heute nur für euch hörbar nur das Signal aus dem XLR-Ausgang, also nur das DI-Signal. Und das, was wir am Amp hören, ist schon mal großartig. Wir haben ein Tool hier, mit dem man so einiges anstellen kann. Als allererstes ist es eine DI-Box. Dann ist es halt eben gleich ein Übungsverstärker. Dann ist es halt eben gleich ein IQ, also Soundgestaltung könnt ihr mitmachen und es ist auch gleichzeitig eine Zerre. Wow, da denkt ihr mir, wow, das alles in den Ding eingepackt. Ja, es ist wirklich so, es funktioniert einwandfrei und jetzt kommen wir einfach zu einer Sektion. Wir haben ein Gehäuse aus echt dickem Blech, ist so matt lackiert, fühlt sich prima an. Der klassische Ampeg Oldschool Design und hier der Ampeg. Nochmal das Ampeg-Logo hier, Oldschool, hier ein neues Ampeg-Logo drauf mit Bezeichnung ÖNÖF, ganz klar, fette LED in Blau signalisiert, die Elektronik ist hier an, also die EQ läuft hier. Hier der Scrambler, da kommen wir später dazu, das ist die Zerre, auch mit ÖNÖF-Schalter. Input-Sektion, Kabel rein, falls hier zum Beispiel diesen Sound, der hier produziert wird, nicht auf eurer Anlage hören wollt, dann geht einfach mit dem Kabel hier raus, dann ist das ein paralleler Ausgang, der direkt das Signal ohne Effekt zu eurem Amp beispielsweise bringt. Oder ihr sagt, der Mann am Pult will zwei Signale haben, ein Signal ohne irgendwas hier raus in die gute DI-Box und dann einfach weitergehen zum Pult und dann hier raus in den zweiten Kanal mit Effekt. AUX in, großartige Geschichte. Da könnt ihr zum Beispiel eine MP3-Player, eine Drum Machine, irgendwas einspeisen und das hört ihr dann über den Kopfhörer-Amp, über diese kleine Buchse. Und da könnt ihr zum Beispiel zu Hause schön üben oder zum Beispiel auch mal im Studio, wenn ihr sagt, hier, gebt mir doch mal die Drumspur oder die Klickspur mal separat auf den Kanal und dann könnt ihr die euch mittels diesen Regler hier euch einfach dazu mischen. Ideal, denn das, was hier reinkommt, geht nicht hier raus. Das finde ich toll, denn damit könnt ihr zum Beispiel beim Einspielen in Cubase oder auf Logic euch eine separate Klickspur hier reinspeisen und dann habt ihr den Klick immer schön auf dem Ohr oder beispielsweise beim In-Ear zum Beispiel, ja, wenn ihr jetzt sagt, ach, ich bräuchte aber gerne irgendwie so meinen eigenen Mixer, könnt ihr das hier wirklich hier drüber machen. Funktioniert einwandfrei, nur ein bisschen aufpassen,
weil, wie gesagt, der Regler hier funktioniert zwar einwandfrei, aber mit Injet-Signale, na, ohne Limiter, ist es immer so ein bisschen gefährlich. Aber es würde in der Tat funktionieren. Fette Schalter, na, also wirklich built for a lifetime, wie man in England oder Amerika so sagt. Wirklich robust. EQ-Section hat Lautstärke, Bass, Mitten und Höhe und den besagten AUX-Level-Regler und noch die typischen Ultra-Low und Ultra-High zuschaltbaren Filter, die wirklich sehr, sehr nach Ampeg klingen. Ich spiele mein SVT seit den 80ern und weiß wirklich, wie dieser M klingt. Natürlich mit der 8x10, ist klar, was sonst. Ne? Auf diesen Weg natürlich einen lieben Gruß an unseren Cheftechniker Chrissy, der bei den Madhouse Flowers diese Box im Case und das Top-Teil schon seit Jahren schleppt und immer auf und abbaut. Und ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar, denn sonst könnte ich das Ding wirklich seit 15 oder 20 Jahren nicht mehr spielen. Aber die Crew macht's und Gott sei Dank macht es, denn sonst würde ich wahrscheinlich nur mit so einem Ding hier durch die Gegend reisen. Chrissy, vielen Dank für alles. Weiter geht's. Der Scrambler. Gute Sache, eine Zerre, die man zuschalten kann oder wirklich alleine betreiben kann, also unabhängig von diesen EQ-Sektionen. Dann obligatorische XLR-Ausgangbuchse mit Ground Lift, falls es mal brummen sollte. Alles auch schön gebaut, also wirklich halt eben alles sehr, sehr solide. Das macht wirklich einen guten, macht wirklich ein gutes Bild, schlanken Fuß. Line-Out, das ist quasi das, was zum Amp geht, falls ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne diese ganze Sektion über den Amp hören und eine Mini-Stereo-Klinkenbuchse für Kopfhörer. Hier oben ist eine, da, genau, sieht man nicht von hier oben, aber hier ist nochmal die Netzbuchse für Netzteile. Und was ganz interessant ist und ganz gut ist, man hat unten vier schöne dicke Gummifüße und an diesen Gummifüßen kann man schrauben und dadurch kann man den Deckel abmachen und man kommt an die Batterie dran. Man kann das Ding auch mit Batterie betreiben. Nicht verkehrt. Man hat innen drin nochmal so einen kleinen Schalter, der den Input wahlweise für bessere, also aktive und passive Bässe noch irgendwie schaltet. Wobei ich finde, dass die Werkseinstellung wunderbar funktioniert. Ich liebe es ja, wenn es so ein bisschen pumpt, auch wenn es so ein bisschen leicht übersteuert. Das ist halt, Ampeg klingt halt einfach so. Kommen wir einfach mal zu der EQ-Sektion. Selbst ohne EQ färbt diese EQ-Sektion wirklich in Richtung Ampeg. Also es bringt wirklich diese leicht diese leichte, nasale, Ampeg-typische, ja, diese so. Ich würde es nicht Zerre nennen, aber so diesen satten Ton irgendwie, ne? Auch dieses typische oben ganz klar, klare Höhen und tiefe Bässe, ohne dass ich was bewege, funktioniert einwandfrei. Bassregler. Und da merkt ihr schon, richtige tiefe Körperbässe werden da erzeugt. Mitregler wirklich den Sound entweder richtig trocken machen oder richtig knorzig hart. Und der Röhrenregler hier. Ihr seht schon, also wirklich egal welche Einstellung man wählt. Thank you.
Eine Simulation von Oldschool-Vintage-Sounds geht wunderbar. Man hat immer bei diesem typischen Ampeg-Sound, also so diese, ja, so ein bisschen aggressiv, so etwas weiter, so ein bisschen nach vorne Klang, das ist, funktioniert einwandfrei. Ganz weit vorne, klar, hier, ultra-low. Instant Reggae Sound mit wenig Knöpfe oder hier ultra high rein, die Höhen ein bisschen runtergedreht und man hat hier sofort den typischen Ampeg Funky Sound. Funktioniert wirklich einwandfrei, also die Klangregelung mehr als effektiv, muss ich sagen. Kommen wir mal zu dem Scrambler. Der Scrambler ist nichts anderes als eine Zerre mit zwei Regler. Drive ist, wie viel Zerre lege ich mit rein? Blend ist einfach nur das Verhältnis von Originalsignal zum Zerrsignal. Ich glaube, das wird niemals ein Hit. sorry. Muss es sein. Anyway, komm. Hey, das erste Mal heute. Bam. Wird auch niemals ein Hit. Okay, also da hört ihr aber, man kann da wirklich richtig böse Zerre machen. Oder, was interessant ist, wenn ihr... Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wollt so ein bisschen leicht angezerrten, röhrigen Sound haben, funktioniert einwandfrei. Das bedeutet, ihr könnt diese beiden Sektionen unabhängig voneinander oder miteinander kombinieren. Ja, wie soll ich sagen, wenn wir das Ding irgendwie nicht so verkaufen würden, würde ich sagen, ja, guckt euch das irgendwie an, aber das Ding läuft wirklich gerade gut. Aber nichtsdestotrotz, viele Bassisten wissen dann gar nicht, dass es das Teil gibt. Auch ein richtiger Tipp von uns, weil ja, das Ding ist irgendwie gut. Also ich, für alle Leute, die Ampeg irgendwie lieben, die aber den Kühlschrank nicht mehr mitnehmen wollen, ne, also ey, direkt in die PA rein, in ihr kleine Combo oder sowas. Es gibt ja einfach diese ganzen, ja, wie soll ich, diese ganzen Gigs, wo man halt eben schönen Sound haben möchte, aber man ist limitiert. Ja. Stimmgerät davor, einwandfrei. Der Sound ist ein bisschen komprimiert, der da rauskommt, aber ich finde es nicht verkehrt. Hat wirklich was. Also ein Geheimtipp von uns nach wie vor, Ampeg SCRDI in Session, in Waldorf und in Frankfurt natürlich testbereit. Ansonsten natürlich gerne über Online-Shop bei uns bestellen. Ein Tool, welches mir, glaube ich, ja, kaufen musste. Ich finde es nämlich richtig gut. Leute, das war Session. Peter als Produzent und Kameramann, Marco an der Ampeg SCRDI. Peter, zu Weihnachten sieht's noch aus. So als Bonus, weil ich immer so kurze Videos mache. Leute, nur Spaß. Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Hat mich wieder gefreut, dass ihr alle da wart und zugeschaut habt. Bitte
um eure Meinung. Gute wie schlechte, gerne. Aber keine schlechte wie, wieso klebt man den ganzen Bass weg? Das interessiert mich nicht. Leute, ich will einfach Input von euch. Und zwar guten Input. Von mir ist auch schlechten Input, aber Input auf jeden Fall. Leute, macht's gut. Viel Spaß fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Das war euer Session-Bass-Kanal. Macht's gut. Ciao.